Hallo ihr Lieben, heute habe ich für euch eine Box. So schaut mein Muster aus. Verschlossen habe ich die mit einer Banderole und drin versteckt habe ich Tee und Teelichter. Teebeutel passen hier 2 bis 3 Stück rein, da ich oder wir zu Hause privat eher losen Tee trinken, habe ich jetzt in meinem Schrank nur noch diesen gefunden. Also in dieser kleinen Größe passen da 3 Stück rein. Ich denke, bei größeren Beuteln sind es eher 2. Teelichter passen 3 rein. Wenn ihr die Box verschenkt, könntet ihr die Teelichter noch schön bestempeln. Da habe ich schon mal ein Video zu gemacht, wie man Teelichter bestempelt. Da habe ich ein großes bestempelt, aber das funktioniert bei den kleinen genauso. Das verlinke ich euch mal hier oben in der Ecke. Und was ihr für diese Box braucht, das sage ich euch. Und zwar, erst einmal ist es etwas mehr Material. Wir arbeiten heute mit dem Stempelset Schneeflockenwünsche. Dazu habe ich mir die Stanzform bestickte Rechtecke genommen. Die bestickten Rechtecke findet ihr im Jahreshauptkatalog. Und das Designerpapier aus der Reihe, das muss ich mal gucken, Schneeflockentraum, Herbst-Winter-Katalog. Da habe ich euch das Stempelset gerade schon gezeigt. Die Stanzform verwenden wir heute nicht, allerdings das Papier dazu. Als Basis habe ich mir den Farbkarton Jade genommen und wir brauchen einiges. Zum einen hatte ich ja gerade schon gesagt, die bestickten Rechtecke, da habe ich mir den Spruch auf Flüsterweiß gestempelt und dann das eine größere, also das nächstgrößere, dann in Jade. Und dann brauchen wir für innen später eine Trennwand. Da haben wir jetzt Farbkarton in 11,5 x 4. Dann brauchen wir für die Banderole ein Streifen Farbkarton in DIN A4 Länge und 2 cm breit. Darauf das Designerpapier hat auch DIN A4 Länge und ist dementsprechend 1,5. Auch das falzen wir später noch. Dann haben wir einmal DSP für innen. Da braucht ihr ein Stück in 11 x 3,5 und eins in 11 x 7. Für außen das Designerpapier, da ist es ein bisschen mehr. Da habt ihr eins in 11 x 7, eins in 11 x 3,5 und 4 Stück in 11 x 1,2. Und für die Box an sich haben wir ein Streifen in 29,7 x 15. Das falzen wir uns gleich zurecht. Die ganzen Farbkartonstücke bekommt ihr aus einem Bogen. Ich habe euch zu der Box, ich zeige euch das mal eben, auch wieder eine Skizze gemacht, die ihr dann auf meiner Homepage findet. Wir legen los mit dem Falzen. Und da starten wir an der rechten Seite. Wir legen die lange Seite an und starten rechts bei 1,7. 1,7, das ist ein sehr krummes Maß. Das liegt aber daran, weil die Teelichter so hoch sind. So, 1,7 drehen, dann geht es weiter bei 5,7. 8 darauf, dass ihr die Kommazahlen gut trefft. Dann geht es weiter bei 7,4. Dann schieben wir es durch auf 18,9. Also wir haben reichlich Kommazahlen. 20,6. Und noch einmal bei 28. Dann legen wir die kurze Seite an und falzen rechts wieder bei 1,7.
drehen das Ganze um und falzen jetzt entweder links bei 13,3 oder rechts nochmal bei 1,7. Upsala. So. So haben wir es jetzt. Hier eine schmale Lasche, ein breites und hier ein etwas schmaleres. Ich habe noch was vergessen. Wir müssen uns noch zwei Markierungen machen. Und zwar legt ihr das so an, dass ihr hier den schmaleren Bereich habt mit der langen Seite und dann bei 11,4. Das klappen wir zu und jetzt macht ihr euch mit einem Bleistift hier auf der ersten Falzlinie und hier unten auf der zweiten macht ihr euch einfach hier eine Markierung. Ah, das war jetzt von außen. Am besten ist von innen. Also einmal umdrehen. Gut, dass wir Bleistift wegradieren können. Trotzdem bleibt der schmale Bereich hier an der linken Seite. 11,4 zuklappen und dann zwei Markierungen machen. Die brauchen wir später für die Trennwand, die hier reinkommt, die quasi die beiden Fächer voneinander trennt. So, hier mache ich mir mal fix die Markierung wieder weg. Und dann fangen wir auch, ne, wir falzen erst nach. Mein Falzbein hat sich versteckt. Also schön einmal alles nachfalzen. Und die letzte Falz noch. Und dann können wir es auch schon zuschneiden. Ich habe wieder den links den Bereich, der etwas schmaler ist. Und jetzt schneiden wir an den äußeren Ecken diese kleinen Vierecke, die schneiden wir jetzt erstmal raus. Und da schneide ich mir die Falzlinie gleich mit raus, aber gerade. Ich schräge das nicht an. Das lassen wir gerade, denn das sind die Laschen, die nachher in die Box gehen. Also diese Wulst, die da entsteht beim Falzen, die schneide ich mit raus. Das machen wir mal als erstes. An allen vier Seiten. So, das ist mal das erste. Und dann haben wir noch vier, eins, zwei, drei, vier weitere kleine Quadrate. Da machen wir uns Klebelaschen raus. Klebelaschen spricht einschneiden. Und etwas anschrägen. Auf der einen Seite, dann drehen wir uns das um und schneiden hier auch noch mal. Na, ihr Kleinen, kommt raus da. Und das machen wir dann an der vierten und letzten auch noch. So, dann können wir unser Designerpapier aufkleben. Ich klebe mir jetzt den schmalen Bereich wieder nach links und außen. Wir kleben jetzt das Designerpapier für außen. Da haben wir zum einen das Stück in 11x7, dann eins in 3,5x11 und diese vier schmalen Streifen, die sind jeweils 1,2x11, die kommen hier auf die schmalen Stücke. Wie gesagt, außen. Das klebe ich jetzt mal eben auf und dann bin ich gleich wieder da. Das erste Designerpapier ist aufgeklebt.
das legen wir jetzt kurz beiseite, denn wir falzen uns jetzt erst die Trennwand, die wir brauchen. Denn die kleben wir jetzt gleich als nächstes ein, bevor wir die Box zusammenkleben. Und die wird jetzt an der kurzen Seite angelegt und bei 1 cm, 2 cm und 3 cm gefalzt. Das falzen wir jetzt wie folgt. Die Falzlinie in der Mitte ganz normal. Und die beiden anderen Falzlinien, die jetzt noch überbleiben, die knicken wir in die entgegengesetzte Richtung. So, dass wir das dann... So schaut das dann aus. In der Mitte kleben wir das zusammen. Da mache ich mir jetzt einfach ein bisschen Tombow drauf. Dazu lege ich mir das einmal zusammen und gehe da einmal ordentlich mit dem Falzbein drüber her. Und dann haben wir das in der Mitte zusammen. Und diese beiden Stege, die lege ich mir jetzt noch einmal übereinander und nehme mir meine Schere und schräg die einmal ordentlich an. Also ich schneide da wirklich ordentlich was ab. Dann verschwindet das nämlich gleich hinterm Designerpapier. Und dann sieht man das kaum noch, dass das extra eingeklebt ist. Jetzt nehmen wir uns die Box wieder und wir hatten ja hier zwei Markierungen gemacht. Da müssen wir das jetzt, ich drehe das mal so rum, einkleben. Und zwar mit den Spitzen von dem Steg hier oder von unserer Trennung direkt auf die Markierung. Also nicht auf die Markierung, sondern zwischen diesen beiden Falzlinien, aber auf Höhe der Markierung. Dazu nehme ich jetzt wieder Tombow, dann kann ich nämlich gleich noch ein bisschen schieben. Von innen die Markierung, ich bin ja hier über die Falzlinie hinaus, das ist nicht so schlimm, die sieht man gleich nicht mehr. Und den Rest radieren wir uns gleich einfach weg. So, schauen wir mal, ob es gerade ist, das sieht gut aus. Und dann drücken wir das hier schön mit dem Falzbein fest. Und dann haben wir jetzt noch zwei Stücke Designerpapier. Das eine kommt jetzt hier hin und das zweite hier drüber. Hier drüber, an die andere Seite. Da habe ich schon wieder Kleber an den Fingern. So, und da ich das jetzt so weit angeschrägt habe, sieht man nicht mehr ganz so viel von dem Steg hier. Ich weiß nicht, ob ihr das hier seht. Das ist jetzt nur noch minimal. Ich hatte bei meinem Muster, habe ich es gar nicht angeschrägt. Da habe ich es gerade gelassen. Das gefiel mir jetzt überhaupt nicht, weil man da dann wirklich gesehen hat, dass das extra eingeklebt worden ist. Obwohl, es ist letzten Endes alles handgemacht, ne? Ich glaube, auf solche Kleinigkeiten achten nur wir Bastler und nicht der Beschenkte. So, das sollte nach Möglichkeit auf gleicher Höhe das Designerpapier. So, jetzt Radiergummi. Die klitzekleinen Bleistiftstriche noch wegmachen. Und dann kleben wir die Box zusammen. Und zwar, diese vier Klebelaschen, die wir geschnitten haben, müssen von innen an diese langen Rechtecke. Das heißt, ich drehe mir das einmal nach außen. Nehme mir da den Tombow, mache mir da Kleber drauf
Und jetzt knicke ich die nach innen. Und das muss an dem Stück, wo wir das Designerpapier festgeklebt haben. Da muss das jetzt dran. Das ist bei 1,7 cm natürlich ein bisschen fummelig. Und da quetscht mir auch schon der Tombow raus. Das war ein bisschen viel. Da nehmen wir dann einfach noch ein bisschen weg. So, die zweite. Die dritte. Und die vierte. Ist ein bisschen eng, aber das kriegt ihr hin. So, jetzt könnt ihr schon eure Kerzen und euren Tee da reinpacken. Da passt vielleicht auch ein bisschen Schoki rein. Ich habe noch was vergessen. Und zwar mache ich mir jetzt hier an der großen Seite mit der Kreisstanze noch einen Eingriff. Ihr könntet da jetzt auch einen Magneten einsetzen, dann könnt ihr euch wahrscheinlich die Banderole sparen. Aber ich habe es jetzt nicht ausprobiert. Deshalb verschließen wir das jetzt gleich mit der Banderole. Piu, da ist es weggeflogen. Im Übrigen haben wir die Stanze leider nicht im Programm, aber ihr habt sicher eine Kreisstanze, die ihr da verwenden könnt. So, Box verschließen. Und ihr seht das, jetzt kommt das hier immer wieder ein bisschen hoch. Die Banderole haben wir jetzt noch zum Schluss. Die könnt ihr jetzt entweder so um die Box packen. So habe ich, also ich lege die jetzt gleich so rum, so habe ich es auch ausgemessen vom Falzen her. Wenn ihr die hochkant haben möchtet, müsstet ihr vielleicht schauen, ob das mit den Falzmaßen passt. Ihr könnt euch die natürlich auch einfach drumlegen und einmal so rumknicken. Das geht natürlich auch. Also wie gesagt, bei der Banderole schaut ihr, wie ihr sie haben möchtet. In meinem Fall, jetzt habe ich das ausgemessen, deshalb falze ich die jetzt. Und es kommt natürlich dann auch immer noch drauf an, wie man die schließt. So, wir legen die lange Seite an und falzen als erstes bei 7. Und da jetzt ruhig nicht ganz doll, aber schon etwas fester bei 7. Bei 8,9, da geht es weiter mit den Kommazahlen. Dann haben wir 20,5. Und 22,4. So, das letzte Mal falzen, für heute zumindest. Das knicke ich mir jetzt einmal grob nach. Da könnt ihr natürlich auch noch mit dem Falzbein drüber hergehen. So, wie gesagt, ich packe meine Banderole so. Wenn ihr sie so rum machen möchtet, müsstet ihr das auf jeden Fall nochmal ausmessen. Oder halt einfach drumlegen und dann knicken. So. Wichtig bei Banderolen, das habe ich ja schon, glaube ich, öfter gesagt, ist jetzt, dass ihr das nicht zu fest zusammenklebt. Denn auch wenn ich es jetzt gefalzt habe, ist es immer noch nicht hundertprozentig, sage ich mal, dass die Banderole gut abgeht, wenn ihr sie jetzt zu fest zusammenklebt. Ich nehme da jetzt den Tombow für. Ich schaue jetzt, dass ich das schön gerade aufeinander habe, achte aber auch gleichzeitig darauf, dass das nicht
zu fest, aber auch nicht zu locker ist. Denn wenn wir jetzt zu fest, dann geht sie sehr schwer ab und zu locker, dann fällt sie runter. Das wollen wir ja auch nicht. Ich habe natürlich beim Abmessen schon ein oder zwei Millimeter immer dazu gerechnet, damit sie schon an sich größer ist. Meine geht jetzt gut ab. Und auch gut wieder dran. Das ist schon mal super. Jetzt haben wir noch ein bisschen Deko. Da klebe ich mir jetzt mal erst das in Blanko auf. Und zwar nur hier in der Mitte. Das lege ich mal als erstes auf. Na, das rutscht. Und das zweite mit dem Spruch klebe ich mir jetzt mit Dimensionals auf. Und dann haben wir es auch gleich schon geschafft. Na, wenn die Folie denn ab möchte. So. Fertig. Ich lasse meine Box jetzt so, wie sie ist. Ihr könnt da jetzt natürlich noch Glitzersteine oder noch ein Band drum. Ihr könnt die auch an sich mit dem Band verschließen. Oder. Beim Verzieren gibt es ja viele, viele Möglichkeiten. Ich hoffe, euch gefällt die Idee und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Nachbasteln, beim Nacharbeiten. Und wie immer, falls ihr Fragen habt oder die Produkte von Stampin' Up! Bestellen möchtet, meldet euch gerne. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!